Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Na, wer von euch bereut auch gerade den Super Bowl gestern noch geschaut zu haben? Also ich bereue es nicht, aber ich bin einfach ultra müde. Ich würde am liebsten sofort wieder ins Bett gehen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe ja morgen Verhandlungen und deshalb muss ich die Sachen jetzt noch mit meinem Ausbilder besprechen, dass er da auch die Sachen, die ich beantragen möchte, absegnet. Jedenfalls bin ich wirklich ganz schön müde und dafür ist das hier heute mein Outfit of the Day. Und ich hoffe, dieser Tag dauert heute nicht allzu lange und ich kann schnell wieder ins Bett. Also ich habe einfach einen Ralph Lauren Pulli an und eine Jeans. Und ja, für mich geht es jetzt zur Staatsanwaltschaft und dann hoffentlich auch schnell wieder nach Hause. Und ich hoffe, dass ich keine Akten mitbekomme und halt wirklich halbwegs schnell wieder ja, für einen kleinen Powernap ins Bett kann. Ja, jedenfalls vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls euch meine Videos gefallen, und folgt mir auch super gerne, falls ihr mehr Ref-Content sehen wollt. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Fragen habt, auf die ihr gerne wollt, dass ich eingehe, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich gehe da immer regelmäßig drauf ein, und wenn ihr euch irgendwas bewegt und ihr ein Video vielleicht auch dazu haben wollt, schreibt es wie gesagt gerne rein. Und für mich geht es jetzt zur Staatsanwaltschaft und ich nehme euch wie immer mit. Also ich bin jetzt wieder zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Müdigkeit kickt gerade wirklich richtig. Aber mit meinem Staatsanwalt habe ich alles Wichtige für morgen besprochen. Es hat sich herausgestellt, dass eine Sache sogar noch gesamtstrafenfähig ist. Zu der hatte ich nämlich den BZR noch gar nicht. Und da muss ich meine Anträge dann dementsprechend noch anpassen. Eine Sache wird morgen auch nicht stattfinden, also die fällt aus. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil das meine vorletzte Sache ist. Und ja, das heißt, dass ich wieder so eine Stunde circa rumsitzen werde. Aber das ist okay, er hat mir auch eine Akte mitgegeben, zu der ich noch die Anklage bis Mittwoch dann schreiben soll, wenn wir auch meine Sitzungsberichte besprechen werden. Deshalb es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt nichts zu tun hätte, aber wäre natürlich schöner, wenn die erste oder die letzte Sitzung ausfällt. Naja, jedenfalls, ich werde jetzt gleich reingehen, dann werde ich mir einen Energy Drink reinhauen und dann auch schon die Akten für morgen so vorbereiten, dass ich schon mal meine Anträge so grob zumindest anpassungsfähig, je nachdem, was sich aus der Hauptverhandlung natürlich ergibt, dann aber fertig habe. Und ja, das steht heute bei mir eigentlich nur noch so auf dem Plan und definitiv ganz früh schlafen gehen, weil ich bin wirklich gut müde. Also ja, Super Bowl war super spannend, auch gerade das Ende auch. Aber ja, der Tag danach, wenn man früh arbeiten muss, ist wirklich, ja, man merkt, sagen wir so. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt rein und werde mich mal an meine Akten setzen. Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Dienstag und für mich geht es jetzt heute wieder in den Sitzungsdienst, also vor Gericht. Ich habe heute tatsächlich nur drei Sachen, also es nimmt deutlich ab mit den Verhandlungen pro Tag. Ich bin mal gespannt, ob ich diese Woche dann wieder eingeteilt werde, weil das wäre dann auch schon tatsächlich meine letzte Möglichkeit, bevor ich dann Urlaub habe. Und dann ist die Strafstation einfach schon vorbei. Ich finde es immer noch richtig verrückt. Weil gefühlt habe ich gestern erst wieder RAF angefangen und dann ist einfach die zweite Station schon vorbei und in einem Jahr schreibe ich schon Examen. Ich weiß nicht, irgendwie wird einem das langsam schon echt bewusst, wie schnell doch die Zeit vorangeschritten ist. Jedenfalls, für mich geht es, wie gesagt, jetzt gleich in den Sitzungsdienst. Ich bin wieder am Amtsgericht Potsdam, was ja hier um die Ecke ist. Das ist halt wirklich super entspannt, weil muss man nicht so früh hin. Und genau, dann habe ich drei Sachen und eine Sache wurde leider auch abgesagt, krankheitsbedingt, aber das ist meine vorletzte Sache. Das bedeutet, ich habe wieder ordentlich Wartezeit, aber ich nehme eine Akte mit, die ich bis morgen eh bearbeiten soll und dann ist man wenigstens nicht abgelenkt, sondern kann da arbeiten.
ist ja mitunter auch gar nicht so schlecht. Und dann kann ich euch ja zwischen den Verhandlungen mal auf dem Laufenden halten, wie es denn so lief. Bei der ersten Sache tatsächlich, die ist auch wirklich komplex. Also da sind auch relativ viele Zeugen geladen. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und wieder mitnehmen. Und dafür ist das hier heute mein Outfit of the Day. Na gut, dann schnappe ich mir mal meinen Kaffee und dann geht's auch schon los und ich nehme euch wie immer mit. Kann ich euch auch mal den Gerichtssaal wieder zeigen. Der ist nämlich wirklich richtig schön diesmal. Schaut euch das mal an mit richtiger Bank und Abtrennung. Und der Blick ist auch richtig schön eigentlich. Mir ist gerade eingefallen, dass ich total vergessen habe, euch zu erzählen, was für Delikte heute mich so erwarten. Weil letztes Mal waren es ja nur Diebstahlsdelikte. Und heute ist es tatsächlich ein bunter Strauß an Delikten. Also ich habe einen einfachen Diebstahl mit dabei, einen Betrug und auch Fahren ohne Fahrerlaubnis. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Aber ich dachte, dadurch, dass ich mal die Frage bekommen habe, werde ich das beibehalten, dass ich euch immer berichte, was dann für Delikte so einen als Rechtsreferendar erwarten in den Verhandlungen. Und ja, also bisher ist der Tag tatsächlich relativ spannend, trotz der einfachen Delikte, weil wirklich viel Unvorhergesehenes passiert ist. Und ich kann nur jedem mal anraten, sich nicht nur mit den normalen Anträgen, die man ja sowieso hat, auseinanderzusetzen und mit natürlich auch Strafbefehl, was sehr häufig vorkommt, aber auch gerade die Haftbefehle und auch gerade der Haftbefehl nach 230 Absatz 2 StPO ist definitiv mal einen Blick wert, vor den Verhandlungen da reinzuwerfen, damit man dann nicht völlig überfordert ist und vielleicht auch aufgrund der Situation aufgeregt ist, sollte die polizeiliche Vorführung nämlich nicht funktionieren und die Angeschuldigten dann trotzdem nicht angetroffen werden, damit man dann weiß, was man beantragt, kann ich das nur jedem mal ans Herz legen, auch mal einen Blick in die Norm 230 StPO zu werfen. Jetzt werde ich mich jedenfalls weiter an meine Einstellung machen, die ich morgen abgeben muss. Und dann hoffe ich, dass auch gleich die letzte Sitzung schon kommt. Weil heute habe ich ja tatsächlich nur drei Sachen, die verhandelt werden. Und zwei davon sind halt, wie gesagt, schon geschafft. Und aufgrund von Krankheit hatte ich ja jetzt eine größere Pause, weil da halt ein Termin abgesagt wurde. Und ja, jetzt wartet nur noch einer auf mich und dann kann ich auch nach Hause gehen. Ja, deshalb würde ich sagen, setze ich mich mal wieder ran. Und ich dachte nur, dass ich es auf keinen Fall vergessen darf, euch zu erzählen, welche Delikte mich heute erwartet haben, weil ich die Frage bekommen habe und ich mich ja immer super über eure Fragen freue. Deshalb hier auch nochmal der Appell, falls ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, zu denen ich ein Video machen soll, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare oder schreibt es mir auch auf Instagram oder auf TikTok. Da gehe ich natürlich auch immer drauf ein. Deshalb, genau, habe ich das hier an dieser Stelle erledigt und kann einen Haken dran machen und kann mich jetzt beruhigt weiter an meine Akte setzen und dann auch an die letzte Verhandlung. Thank you.
Hallo meine Lieben, tut mir leid, dass ich mich jetzt erst bei euch melde. Ich habe heute Morgen tatsächlich verschlafen, also das ist mir schon seit Jahren nicht mehr passiert, aber ich war wirklich richtig müde und also es hat auch noch alles funktioniert. Ich bin noch eine Minute vor neun war ich in unserem AG-Raum, aber deshalb war halt heute Morgen dann alles sehr, sehr stressig, weshalb ja ich euch da quasi nicht so mitgenommen habe, euch nicht mein OOTD gezeigt habe, wie ich es ja sonst mache, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber dafür war wirklich gar keine Zeit. Ja, jedenfalls, ich hatte heute AG und es war auch eigentlich ganz cool. Ich finde es so verrückt, dass sich jetzt einfach schon die Station so sehr dem Ende neigt. Wir haben jetzt auch schon unsere Daten für den Einführungslehrgang bekommen und wann und wo und bei wem die sein werden. Wir haben das tatsächlich im MIG, also im Ministerium für Inneres und Kommunales im Land Brandenburg, wo ich mich damals ja auch für die Verwaltungsstation tatsächlich beworben hatte. Da wird jedenfalls unser Einführungslehrgang für die Verwaltungsstation stattfinden und unsere AG wird dann im VG Potsdam sein, obwohl wir alle unsere Stationen in Behörden machen und nicht bei Gericht machen dürfen, wird unsere Klausur trotzdem die gerichtliche Perspektive sein und deshalb ist es gar nicht so schlecht, dass wir da als AG-Leiter tatsächlich dann einen Verwaltungsrichter haben. Ich freue mich auf die Station auch schon total, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zurück zur Strafstation, die sich ja jetzt dem Ende neigt. Heute war ja auch das vorletztes Mal vor der nächsten Klausur, an der ich dann aber schon gar nicht mehr teilnehmen werde, weil ich da im Urlaub bin. Und vielleicht ist es auch ganz spannend für den einen oder anderen. Man darf auch, wenn Klausuren angesetzt sind, Urlaub nehmen. Man darf nicht für den einzelnen Klausurtag Urlaub nehmen, aber wenn die Klausur in den Urlaubszeitraum fällt, ist es kein, also kann man da trotzdem Urlaub beantragen und das ist auch kein Problem. Man hat ja nur eine Sperre während des Einführungslehrgangs und auch während des Probeexamens, glaube ich, auch. Ah, da bin ich mir gar nicht so sicher, das muss ich nochmal nachschauen. Aber ja, jedenfalls während Klausuren, das ist kein Problem. Aber ich habe jetzt meinen AG-Leiter trotzdem gefragt, ob ich die oder eine andere Klausur dann nachschreiben kann, weil ich mir ehrlich gesagt dachte, also während des Skiurlaubs werde ich es nicht machen, aber ich habe danach auch noch 5 Tage Urlaub und da könnte ich ja die Klausur dann noch schreiben. Und natürlich werden sich jetzt die ein oder anderen fragen, wieso ich das ihn überhaupt gefragt habe und wieso ich das überhaupt möchte. Aber ich dachte mir, wenn ich ganz ehrlich bin, schadet die Übung halt wirklich nicht. Und ab der Verwaltungsstation will ich mir einen Klausurenkurs dazu buchen und der kostet ja auch immer Geld für jede Klausur, die man dann korrigiert bekommt. Und dann dachte ich mir, wieso frage ich nicht meinen AG-Leiter einfach, ob es denn eine Möglichkeit gibt, dass ich die Klausur nachschreibe, weil wäre ich da gewesen, hätte er sie ja auch kontrollieren müssen. Und da ich, dass er sogar auch Prüfer beim GJPA ist und auch die ein oder andere Klausur im richtigen zweiten Staatsexamen tatsächlich auch korrigiert und uns da auch keine Noten schenkt, dachte ich mir, wäre das eigentlich von mir total doof, wenn ich die Klausur dann da verstreichen lasse und dann 2 Monate später kostenpflichtig einen Klausurenkurs buche. Und es hat mich jedenfalls total gefreut, da ich das viele der Urlaub schon haben, dürfen wir die alle tatsächlich nachschreiben. Wir besprechen nächste Woche Mittwoch dann, wann unser Nachschreibetermin quasi sein wird und der wird voraussichtlich entweder in der vorletzten Woche sein oder tatsächlich an unserem letzten Tag in der Station, damit wir auch die Zeiten einhalten und damit es auch fair gegenüber den anderen ist, dass wir da jetzt nicht irgendwie mehr Zeit bekommen, um die Klausur zu bearbeiten. Jedenfalls ist das noch so der Stand der Dinge und danach bin ich dann noch zu meinem Ausbilder rübergegangen und ich bin mal nicht in den Sitzungsdienst eingeteilt, schon mal die erste Nachricht. Nächste Woche, was bedeutet, gestern war tatsächlich mein allerletzter Sitzungsdienst in der Station, was irgendwie auch schon wieder verrückt ist, aber ja, die Zeit vergeht einfach ultra schnell im Ref. Und dann habe ich noch 2 Abgaben besprochen mit ihm und 2 andere Sachen abgegeben und auch für nächste Woche auch 2 Akten wieder mitbekommen, die wirklich umfangreich sind und da auch wirklich viel zu recherchieren ist, weil das Delikte wieder sind, mit denen ich mich noch überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Falls muss ich mich damit dann ein bisschen intensiver auch auseinandersetzen, logischerweise, um da die Anklage zu schreiben. Und ja, heute ist tatsächlich bei mir gar nichts mehr auf dem Plan, weil heute ist ja Valentinstag und mein Freund muss halt heute noch den ganzen Tag arbeiten und ich habe ja jetzt schon Schluss, also jetzt ist 16 Uhr und deshalb werde ich zu Hause dann schon mal so ein bisschen
was Leckeres zu essen machen und unseren Filmabend, das ist bei uns so ein bisschen Tradition, vorbereiten, dass wir uns dann einen richtig schönen, gemütlichen, romantischen Abend zusammen machen. Und er hatte auch noch richtig süße Schokoladenerdbeeren bestellt. Die werde ich euch nochmal zeigen, weil die sehen nämlich wirklich richtig, richtig schön aus. Aber ansonsten werde ich euch heute nicht mehr mitnehmen. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Und ich wünsche euch allen nachträglich einen wunderschönen Valentinstag. Hallo meine Lieben, also ich war heute schon fleißig mal wieder. Ich habe die erste Akte habe ich geschafft und die war wirklich tatsächlich ein ganz schöner Brummer. Aber das ist meistens bei den 171er Sachen leider so. Jedenfalls habe ich jetzt auch gerade in der Pause habe ich ein Video wieder für euch gedreht. Und das kommt glaube ich sogar schon vor diesem Video hier online. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Das ist dann Skisachen-Unboxing, weil ich tatsächlich eine Frage dazu bekommen habe, was denn in den Skiurlaub so mitnehme und wo ich dann die Sachen her habe. Deshalb dachte ich, nutze ich die Gelegenheit gleich mal und mache ein Video dazu und packe die Sachen quasi mit euch zusammen aus. Jedenfalls steht bei mir jetzt noch an, dass ich meine Anklage finalisiere. Und morgen ist ja dann schon mein Kennenlerngespräch mit dem Einzelanwalt nochmal in seiner Kanzlei und in den Räumlichkeiten, wo ich mir ja große Hoffnung mache. Und danach habe ich tatsächlich am Nachmittag noch ein Bewerbungsgespräch. Und deshalb ist der Tag halt relativ vollgepackt und ich werde euch da nicht mitnehmen können. Deshalb, weil es auch ganz schön kurzfristig alles getaktet ist. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert und ich nirgendwo länger warten muss, dass das dann einen Terminstau verursacht. Ich bin da nicht ganz glücklich, dass ich das beides auf einen Tag legen musste. Aber ich habe das tatsächlich dem Einzelanwalt gesagt und der wollte trotzdem unbedingt, dass ich vorher vorbeikomme und mir seine Räumlichkeiten zeigen. Deshalb dachte ich, nehme ich das auf jeden Fall war. Jedenfalls beende ich deshalb heute hier schon das Video und in meinem nächsten Vlog werde ich dann erzählen, wie es dann so war bei meinen Vorstellungsgesprächen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst super gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr irgendwelche Video-Ideen oder auch Fragen habt, auf die ich gerne eingehen soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare und folgt mir auch super gerne. Ich würde mich wirklich riesig immer darüber freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag wieder. Bye!